Moin, liebe Freunde von GVO Jagd. Ja, es ist Anfang Mai, wir haben den 5. Mai, 5.20 Uhr, glaube ich, und es geht jetzt raus zur Rehwildjagd. Nachdem wir ja in den letzten Monaten mehr jagdpolitisch unterwegs waren in Sachen Wolf, deshalb freue ich mich natürlich umso mehr, jetzt einmal wieder draußen zu sein und die Jagd in der Praxis ausüben zu können. So, wir sind gut auf dem Sitz angekommen. Ich habe euch eben mal die schöne Fläche gezeigt. Das hat übrigens der Biber unter Wasser gesetzt. Das war sonst eigentlich immer eine sehr schöne Wiese hier. Und jetzt hat am angrenzenden Graben hat der Biber eine Burg gebaut, das praktisch für sich als Lebensraum beansprucht. Und hat jetzt hier die Wiese unter Wasser gesetzt. Also da wird sicherlich ein neues Biotop entstehen. Eigentlich sind wir etwas mehr traditionell unterwegs. Aber ihr seht, heute habe ich erstens Tarnbekleidung an und zweitens habe ich mir für meine Heim einen Schalldämpfer gegönnt. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich immer sage, das sieht an der Waffe nicht aus und von der Ästhetik ist das schlimm. Aber ich habe mich von den Vorteilen überzeugen lassen und habe mir jetzt also tatsächlich einen Schalldämpfer gekauft für meine 308. Ich habe sowieso einen 50er Lauf, der Schalldämpfer passt da gut drauf. Ich habe nicht den ganz großen genommen, der zwar etwas besser dämmt, aber dieser Swamco Short, der bedämmt gut. Und es schießt sich wahnsinnig angenehm, das muss man wirklich sagen. Und ist natürlich auch ein Schutz für die Ohren. Ihr habt sicherlich alle schon einen Schalldämpfer. So, ich gehöre jetzt auch zu dieser Fraktion, zumindest bei der Heim. Und muss da die Tradition vielleicht etwas mal beiseite schieben. Und es dauert auch gar nicht lange, da tauchen am angrenzenden Bruch zwei Jährlinge auf. In der Wiese liegen schon ein Bock, eine Ricke und ein Schmalreh. Ich bin mal gespannt, wie lange der Bock das wohl duldet, dass sich die zwei Jährlinge nähern. Und wie vermutet, stürmt der Platzbock los und bringt die beiden Jährlinge auf Trab. Zum Glück haben wir hier in der Nähe keine Straße, denn sonst ist diese Revierkämpfe dann ja oft der Grund dafür, dass es in dieser Zeit, also im Frühjahr, auch eben zu diesen vermehrten Wildunfällen kommt. Deswegen ist es eigentlich wichtig, hier mal etwas den Druck rauszunehmen und den ein oder anderen Jährling oder auch passenden Bock zu strecken. Die Sonne steht schon etwas höher und ich beschließe es an einer anderen Stelle zu versuchen. Dort habe ich einen Knopfbock bestätigt. So, wir haben Knopfbock gesehen und den versuchen wir jetzt mal anzugehen. Drückt uns die Daumen, weit mal sein. Die Rehe stehen hier in dieser Wiese noch in einem Sprung zusammen. Es sind drei Ricken, ein Knopfbock, ein Schmalreh und ein älterer Bock. Der Wind steht gut und im Schutze der Bäume geht es ran in Richtung Rehwild. Wir sind etwa auf 120 Meter herangekommen. Aber nun müssen wir die Deckung verlassen. Das Rehwild liegt ruhend in der Wiese. Ganz vorne liegt der Knopfbock. Links der ältere Bock. Nun müssen wir warten, bis das Rehwild hoch wird und sich wieder etwas mehr verteilt. Denn so ist ein Schuss nicht möglich, ich würde dadurch die anderen Stücke gefährden. Das Schmalreh ist jetzt hoch geworden. Und der Bock liegt immer noch niedergetan in der Wiese. Wir haben im Hintergrund eine Baumreihe und so löst sich unsere Silhouette relativ gut auf, sodass wir uns etwas bewegen können. Die Tarnbekleidung hilft uns natürlich dabei, dass wir nicht erkannt werden. So kann ich mich in Ruhe einrichten und jetzt habe ich freies Schussfeld. Das Schmalreh steht breit. Das Schmalreh lag im Knall, die anderen Rehe wurden hoch und so konnte ich noch dem Knopfbock eine saubere Kugel antragen. Der Bock steht da immer noch in Ruhe. Hört man's dann?
Mittag hat dann das Wetter umgeschlagen und es ist extrem windig geworden. Hallo Freunde, leider hat das Wetter uns jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise das Wetter ist umgeschlagen und es sieht nach Gewitter beziehungsweise natürlich auch Regen aus. Aber ihr könnt ja mal die Daumen drücken und wie gesagt, vielleicht klappt es ja noch. Und während ich noch so überlege, was ich euch noch alles erzählen kann, tritt die erste Ricke aus. Ein Hase gesellt sich dazu und na hoffen wir, dass sich vielleicht auch noch ein Bock sehen lässt. Quasi wie bestellt erscheint dann auch dieser Bock, aber der erscheint uns zu jung. Ich schätze diesen Bock auf 2 bis 3 Jahre und da das Wetter dementsprechend auch schlechter wird, entscheide ich mich zum Rückzug. Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr eigentlich ganz genau wisst, dass nichts mehr passiert, dann passiert auf einmal das. Vor mich hinsinierend und nicht gerade leise habe ich den Rückweg zum Auto angetreten. Und da steht der kapitale Bock. Langsam und bedächtig die Kamera aufstellen, die Kamera anmachen, den Schießstock aufstellen. Der Bock hält es aus. Ich muss noch einmal umsetzen, weil links von mir ein Ast in die Schussbahn reicht. Der Puls schießt in die Höhe und das Jagdfieber ist kaum in den Griff zu bekommen. Beim Umsetzen nach rechts stoße ich gegen die Kamera. Hält der Bock das weiterhin aus? Jetzt noch einmal tief durchatmen und langsam den Finger an den Abzug. Ich bin gut abgekommen, aber der Bock verschwindet überriegelt hinter der Kuppe. Habt ihr das gesehen? Das Jagdfieber aber. Ein kapitaler Bock stand jetzt einmal, ich bin eigentlich schon auf dem Rückweg gewesen, stand jetzt auf einmal hier in der Senke. Ich habe den heute Morgen schon gesehen und hatte ihn eigentlich an der anderen Stelle vermutet, wo ich, ihr habt es gesehen eben, wo der andere junge Sechser war. Und dieser steht jetzt hier im Feld. Er hat die Kugel gut quittiert. Boah, ich bin doch so nervös. So Jagdfieber. Komm, also wir müssen da jetzt hin. Ja Leute, da liegt ja ein richtig kapitaler Bock. Ich habe diesen Bock hier an dieser Stelle schon vor einer guten Woche gesehen. Habe dieses mit dem Bast hier gesehen. Ich weiß zumindest aus diesem Revier, dass sehr häufig die richtig alten Böcke faul sind, das Gehirn wirklich fertig zu fegen. Und ich bin da ganz sprachlos. Ein Wahnsinnsbock, riesig dicke Rosen, eine irre Perlung. So wie man sich einen Erntebock wünscht. Weidmannsheil.